Die lustigen Weiber von Winzer am Werdenberger See. Dreimal ein W und ein Keimtipp, eine ganz spezielle Umsetzung von dieser Oper im Campingmodus vor der Kulisse vom kleinsten Städtli der Schweiz. Die Lokal und die erweiterte Prominenz haben die Premiere genossen. Für Kuno Bont war es die dritte Oper. Er hatte Werdenberger Schlossfestspiel, wo sie schon fast tot gesagt waren, mit viel Engagement gerettet und er hat die Oper vom Schloss ein See abgeholt. Jetzt tritt er zurück und er dankt, weil er weiss, was es braucht, so ein Projekt auf beide Stellen. Nicht nur wegen Geld, sondern auch das Engagement. Der Kuno Bont. Auf jeden Fall möchte ich mich für das viele Geld und die viele Unterstützung, die wir bekommen haben, recht herzlich bedanken. Die meisten, die uns geholfen haben, die sind hier im Raum. Und darum freut es mich ganz besonders, dass ich von Auge in Auge kann sagen, danke vielmals für eure Unterstützung. Das Werdenberg darf profitieren dank ganz viel Engagement von der ehemaligen und von der neuen Tochter Robin Egloff. Und dort mein Buchs, hier mit dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsrätin, die zeigen einmal mehr, dass sie mit ihrem Geld wirklich etwas Sinnvolles angattigen. Also eine Oper unterstützen für eine Ortsgemeinde, ganz eindeutig nicht selbstverständlich. Ein super Orchester, Kapellmeisterin hier vor der Premiere, an Probe mit ihrem ganzen Orchester natürlich unglaubliches Engagement. Der Dirigent, der Manfred Meierhofer, wir hören mal rein. Dankeschön. Gustav Mahler hat gesagt, wenn er Instrumentation von seinem Werk nicht gefällt, bitte uminstrumentieren. Der hat gar nichts dagegen gehabt. Da haben wir was ändert. Das haben wir jetzt gemacht. Das ist aber gut am Schluss. Okay, genug. Danke. Toi, toi, toi für die Premiere. Und da kennt man einen Komponisten, der kommt, das ist aber sonst, die Klassik ist einfach das, was bleibt. Und wie steht es mit der Arie, die meist rausgeschmissen wird? Die müsstest du dirigieren, oder? Die Herne-Arie, ja, die habe ich noch nie gehört und noch nie gesehen. Ja. Die habe ich überall mal gesprungen. Aber da stehst du drüber, oder? Du, das. Der Rest spielt eh, ich kann nichts machen. Der Rest spielt ja. Ja, okay. Ich sage immer, ja, der Dirigent war so gut, aber ich meine, der Rest spielt ja. Ah, hey, danke, geil nochmal. Ich soll es der Konzertmeisterin sagen, wegen dem Aufstehen? Ah, das mache ich schon, das checkt sie eh. Okay, ja, ja. Gut. Also. Aufgeregt, aber zuversichtlich. Wir hatten ein gutes Gefühl, dass es was wird. Fühlbares Engagement. Wenige Chorpassagen, aber ein unglaubliches Engagement. Auch von allen Darstellerinnen und Darstellern. Zum Teil richten sie sich da hinter der Bühne noch ein. Und dann geht es los, geht langsam gegen die Achte. Die lustigen Weiber von Winzer, die nennen Werdenberger See ihren Verlauf. Thank you.
Das ist ein zu viel für die beiden verheirateten Damen Flut und Reich. Der gleiche Liebesbrief von dem verarmten Landadeligen. Und jetzt zeigen sie es. Wunderbar dargestellt von diesen beiden Damen. Die Oper übrigens mit sehr vielen Fermates ausgestattet, mit viel Interpretationsspielraum, recht schwierig zum Umsetzen, die Oper, aber super gemacht. Der Petrus hat es gemerkt. Die Premiere ist unter einem guten Stern gestanden, rundum hat es gewittert und knottert und geregnet, aber die Premiere am Werdenberger See, die ist trocken geblieben. Es lohnt sich also. Und dann gibt es jetzt mal ein kleines Apparöchen für alle. Isotopisch, versteht sich. Eins, zwei, drei. Ah, fühle ich nicht. Die Gattin hat den Grill auch schon. Vier, fünf, sechs. Gut, ich bin auch dabei. Und Anna ja auch. Tickets noch bis zum 20. August müssen zugreifen, es hat nicht mehr viel. Tickets unter www.dielustigenweiber22.ch.